Die Sonnenenergie wurde 1839 von Alexandre Edmond Beccaré entdeckt und lange Zeit beiseite geschoben. Tatsächlich stellte dieser französische Physiker fest, dass es möglich ist, mithilfe von Licht Elektrizität zu erzeugen. Grund dafür ist das Vorhandensein von halbleitenden Materialien wie Silizium. Die Sonnenenergie wird hauptsächlich zur Erzeugung von Strom oder Wärme genutzt. Einfacher ausgedrückt wandelt die photovoltaische Solarenergie die Sonnenstrahlung in Elektrizität um. Dies geschieht mithilfe von Solarzellen, die in Paneele integriert sind. Diese können an Gebäuden angebracht oder auf dem Boden verlegt werden. Die thermodynamische Solarenergie wiederum erzeugt Strom über eine Wärmeproduktion. Der erzeugte Strom kann vor Ort oder innerhalb des Stromnetzes genutzt werden. Die thermische Solarenergie wiederum erzeugt Wärme, die unter anderem für die Heizung im Haus genutzt werden kann. Ist diese Energie jedoch wirklich für jeden zugänglich? Heutzutage ist sie es. Die fossilen Brennstoffe, die wir in großem Umfang nutzen, sind zum großen Teil für die Verschlechterung der Umwelt verantwortlich. Der CO2-Ausstoß steigt immer weiter an. Um dem entgegenzuwirken, ermutigen Verbände und Politiker die Bevölkerung zunehmend auf erneuerbare Energien umzusteigen. Tatsächlich sind sie reichlich vorhanden und kostenlos. Unter den bekannten erneuerbaren Energien ist die Solarenergie die am häufigsten genutzte und am einfachsten zu nutzende. Darüber hinaus tobt die Inflation. Für viele Haushalte ist dies also eine sehr schwierige Zeit. Ist die Nutzung von Solarenergie eine geeignete Lösung? Trotz dieser noch offenen Frage ist der Aufschwung der Solarenergie in Wohnhäusern nicht mehr zu übersehen. Selbst wenn sie sich Millionen Kilometer von der Erde entfernt befindet, ist die Sonne eine sehr starke Energiequelle. Tatsächlich kann das Sonnenlicht auf einfache und effiziente Weise genutzt werden. Wenn man als Beispiel ein Haus nimmt, braucht man nur die richtige Verglasung und die richtigen Materialien. Die Wärme der Sonne kann zu jeder Zeit außer nachts nutzbar gemacht werden. Sie kann ihren gesamten Energiebedarf decken. Die Nutzung der Sonnenenergie kann auch ausreichen, um ihren gesamten täglichen Energiebedarf zu decken. Mithilfe des Sonnenlichts lässt sich saubere und unerschöpfliche Energie erzeugen. Es ist möglich, ihr eigenes zentrales System zu bauen. Sie benötigen lediglich Solarpaneele, einen Wechselrichter und einen Zähler. Thermische Solarpaneele wandeln die Wärme der Sonne in Energie um. Diese kann beispielsweise zur Erwärmung des Brauchwassers verwendet werden. Auf der anderen Seite sind Photovoltaikmodule weniger einfach zu verwenden. Außerdem erfordern sie eine höhere Investition. In Regionen mit hoher Sonneneinstrahlung kann das System autonom genutzt werden. Es kann also die Versorgung Ihrer Wohnung ermöglichen. Allerdings ist es notwendig, eine Speichervorrichtung vorzusehen. Es ist nämlich von entscheidender Bedeutung, den Mangel an Sonneneinstrahlung am Abend und in der Nacht auszugleichen. Es ist sogar möglich, das System an ein Netz anzuschließen, um die fehlende Energie zu ergänzen. Tatsächlich liefern die Solarpaneele den ganzen Tag über Energie. Überschüssige Energie wird in Speichersystemen gespeichert. So geben die Batterien im Laufe der Nacht Energie in die verschiedenen Hausnetze ab. Thermische und photovoltaische Paneele sind auf dem Markt sehr zugänglich. Dies hat daher bei Privatpersonen einen regelrechten Hype ausgelöst. Was die Schwellenländer betrifft, so leiden sie sehr unter dem Mangel an Energieinfrastruktur. Die Nutzung der Solarenergie ermöglicht es den Menschen dort kostenlos und einfach von einer reichlich vorhandenen Ressource zu profitieren, selbst in abgelegenen Dörfern. In den Industrieländern ist es möglich, von der Energieabhängigkeit zu profitieren. Durch die Installation von Photovoltaikanlagen können die Verbraucher den benötigten Strom selbst erzeugen. Zwar erfordert die Photovoltaik eine hohe Investition, doch wird sie sich langfristig auszahlen. Um die Kosten zu bestimmen, muss das Sonneneinstrahlungspotenzial des Ortes ermittelt werden. Außerdem ist es wichtig, den Strombedarf der Personen, die das Haus bewohnen, zu ermitteln. Wenn Sie in einer Region mit hoher Sonneneinstrahlung leben, kann eine autonome Anlage ausreichen, um Ihre Wohnung zu versorgen und Ihren gesamten Strombedarf zu decken. Eine Energiebilanz kann daher für Sie hilfreich sein. So können Sie Ihre Erwartungen an die Energieversorgung einschätzen. Mitten in der Inflationszeit steigen die Strompreise immer weiter an. Jede Lösung für den Eigenverbrauch ist daher willkommen. Dennoch sind die Kosten für Solarpaneele sowie der Platzmangel für viele Privatpersonen ein Hemmnis.
Außerdem fällt es Mietern manchmal schwer, in einer Wohnung, die ihnen nicht gehört, die Initiative zu ergreifen. In Deutschland gibt es einen unglaublichen Durchbruch, der es ermöglicht, diese Sichtweise zu überdenken. Tatsächlich scheint die Photovoltaik nun für jedermann zugänglich zu sein. Wie ist das möglich? Sie brauchen nur gebrauchte Module auf Ihrem Balkon oder an Ihren Fenstern anzubringen. Was brauchen Sie dazu? Sie brauchen nur ein paar Handgriffe und schon kann es losgehen. Sie müssen also nicht unbedingt ein Heimwerker sein. Infolgedessen wächst dieser Trend in Europa immer weiter. Das Ziel ist es, die Produktion von Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln. Man zielt also auf den Eigenverbrauch und nicht auf den Weiterverkauf von Strom ab. Diese Balkonpaneele sind nicht nur zugänglich, sondern auch beweglich. Dies ist daher sehr praktisch für Ihre Reinigung, denn durch Staub und Verschmutzung geht jedes Jahr ungefähr 1% des Ertrags verloren. Es ist wichtig, die Sonneneinstrahlung zu maximieren, denn ohne Sonne gibt es keine Chance, irgendeine Art von Energie zu erzeugen. Die Rentabilität eines solchen Systems ist dennoch stimmig. Die heutige Zeit stellt uns in eine Form des permanenten Überkonsums. Elektrizität ist mit Sicherheit die Energie, die wir im Alltag am meisten nutzen. Dennoch steigt der Preis für Strom immer weiter an. Die Nutzung von Sonnenkollektoren kann eine Möglichkeit sein, Ihre Rechnungen zu senken. Außerdem können Sie durch den Verbrauch von grüner Energie einen Beitrag zum Kampf gegen die globale Erwärmung leisten. Allerdings ist die Gesetzgebung nicht so einfach. Einige Gebäude gelten als historische Denkmäler. Es ist daher nicht möglich, ihre Architektur zu verändern. Sie müssen sich bei der Stadtverwaltung Ihrer Stadt erkundigen, welche Modalitäten für Ihr Viertel gelten. Lassen Sie uns also weiter über die Installation von Photovoltaikanlagen sprechen. In Frankreich sehen wir mehrere Jahrzehnte nach Deutschland, wie sich die lokale Produktion von Photovoltaikstrom vervielfacht. Natürlich ist diese Bewegung weit davon entfernt, die Atomkraft, die immer noch das Sagen hat, zu dominieren. Dennoch trägt sie dazu bei, dass man sich der Herausforderungen im Energiebereich bewusst wird. Die Alarmglocken läuten schon seit vielen Jahren. Ohne unser Zutun scheint unser Leben auf der Erde dem Untergang geweiht zu sein. Solarmodule sind auf dem Land üblich, aber auch in den Städten werden sie immer beliebter. Am 14. Juli rief der französische Präsident Emmanuel Macron dazu auf, in der Energiepolitik eine Logik der kollektiven Nüchternheit zu verfolgen. Es sei heute notwendig, weniger zu konsumieren und anders zu produzieren. Inmitten einer Wirtschaftskrise, die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wurde, ist es wichtig, auf die Energiewende zu setzen. Eine Relokalisierung sowie eine Dezentralisierung der Energieproduktion müssen ebenfalls bedacht werden. Die Gründung von Bürgerenergiegenossenschaften kann eine wichtige Lösung für dieses Umdenken sein. In den letzten Jahren sind überall in Frankreich solche Genossenschaften entstanden. Durch die Installation von Sonnenkollektoren oder Windrädern schaffen diese Zusammenschlüsse von Einwohnern ihre eigenen Energieerzeugungsquellen. Diese Wärme- oder Stromerzeugung wird zu ausgehandelten Tarifen an das Netz weiterverkauft. Leider ist diese Bewegung noch viel zu zaghaft. Der Minister für den ökologischen Übergang verzeichnet nur 269 Projekte mit 23.000 beteiligten Personen. Die Deutschen und Schweizer sind Frankreich einen echten Schritt voraus. Hat es eine Chance, gleichzuziehen? Kann diese Alternative unser Energiesystem wirklich verändern? Die Antwort auf diese Frage werden wir in den kommenden Jahren erhalten. Es ist offensichtlich, dass die Solarenergie mittlerweile für jeden zugänglich ist. Die derzeitige Wirtschaftslage wird sicherlich zu einem Umdenken führen. Sicherlich entwickelt sich das Bewusstsein weiter, aber reicht das aus? Offensichtlich nicht, denn die Phänomene, die mit der globalen Erwärmung zusammenhängen, erschüttern den Planeten immer wieder. Das jüngste Erdbeben in der Türkei ist ein Paradebeispiel dafür. Mit mehr als 44.000 Toten sollte dies zu einer Änderung des Verhaltens führen. Von nun ab haben wir kaum noch eine Wahl. Falls Ihnen unser heutiges Thema gefallen hat, zögern Sie nicht, dieses Video zu liken. Um auch alle anderen Videos zu sehen, sollten Sie den Kanal abonnieren. Vor allem aber sollten Sie die Benachrichtigungsglocke aktivieren, um keine unserer Neuigkeiten zu verpassen. Bis bald auf ATEC.